ich fange mal an und sage, was schon viele gesagt haben, dass sie sehr stolz und froh sind, hier zu sein. Und ich bin das ganz besonders. Es ist nämlich etwas, was ich auf anderen Konferenzen tunlichst vermeiden würde, so einen Vortrag zu halten. Ich probiere nämlich hier etwas aus und ich bin gespannt auf das, was Sie dazu sagen werden, was Sie mir vielleicht direkt in der Fragerunde sagen werden oder vielleicht auch hinterher. Also danke an Paul Klimpel, danke für diesen Slot, die USA, Europas Archiv. Das hat bei mir etwas ausgelöst und das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ich denke, das passt auch wunderbar, weil wir jetzt in diesem Jahr des europäischen Kulturerbes 10 Jahre Europeana feiern. Und Europeana ist gegründet worden, weil Google damals gesagt hat, sie digitalisieren jetzt alles. Und dann haben Europäer gesagt, da muss es noch etwas Europäisches geben als Pendant. Und so sind wir immer in diesem Dialog mit dem, was die Amerikaner tun und das, was die Europäer tun müssen oder wollen. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir als Deutsche Nationalbibliothek glauben, zusammen mit den Amerikanern etwas machen zu können, was auf beiden Seiten Profit bringt. Der erste Teil meines Vortrags, der geht ganz schnell. Ich will Sie nur abholen und Ihnen nochmal sagen, wer wir sind, die Deutsche Nationalbibliothek, und was unser Auftrag ist. Also, wir sind 1912 gegründet in Leipzig. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann eine zweite Gründung in Frankfurt am Main. Bei der Wiedervereinigung sind wir zusammengelegt worden. Wir sind eine Bibliothek an zwei Standorten und seit 2006, seit unserer letzten Gesetzesnovelle, haben wir den Namen Deutsche Nationalbibliothek. Wir, und das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, sammeln, erschließen, archivieren und stellen zur Verfügung alles das, was an Text, Bild und Ton in Deutschland seit 1913 erschienen ist oder in deutscher Sprache. Und dann könnte man noch etwas weiter ausholen, was noch alles dazu gehört. Für den Vortrag heute ist das das Relevante. Wir haben, und das ist wichtig, dann 2006 in dieser Gesetzesnovelle nicht nur einen neuen Namen gekriegt, sondern der Hauptanlass dieser Gesetzesnovelle war, dass wir digitale Publikationen sammeln sollen, dürfen, müssen und dass wir damit eben auch als Gedächtnisorganisation für digitales Kulturerbe zuständig sind. Das heißt ganz konkret, wenn wir gucken, was haben wir denn bis zum 1. Oktober diesen Jahres gesammelt, dann sind das ungefähr 30 Millionen körperliche oder physische Medieneinheiten, das sind Bücher, Zeitschriften, sind aber auch Tonträger, das wird gerne mal vergessen, wir sind eben auch zuständig für die Musik, das sind Noten, Karten, alles Mögliche. An digitalen Medien haben wir mittlerweile 5,5 Millionen gesammelt. Dazu gehören viele Sachen, die es auch gedruckt gibt, zum Beispiel E-Books oder E-Journals, die es immer noch gedruckt gibt. Insofern gibt es dann eine Überschneidung zwischen diesen beiden Sammlungen, aber zunehmend auch Dinge, die es nur digital gibt. Und wir tun uns in manchen Fällen noch sehr, sehr schwer, weil es einfach technisch schwierig ist, so etwas zu sammeln. In anderen Bereichen sind wir schon sehr vollständig, das ist zum Beispiel der Bereich E-Books. Wenn man dann mal guckt, was haben wir denn im Einzelnen an Netzpublikationen, dann sind das schon Zahlen, die mich immer wieder selbst beeindrucken, wobei ich dann auch sagen muss, manches davon reicht mir noch lange nicht. Was sehr schön ist, ist, dass wir bei den E-Papern zum Beispiel, das sind die PDF-Versionen von Tages- und Wochenzeitungen, dass wir da sehr vollständig sind. Da sind wir ähnlich erfolgreich wie bei den E-Books. Wenn da unten steht Zeitschnitte von Websites, dann ist das das Thema, auf das ich jetzt zusteuere. Zeitschnitte oder auch Snapshots. Das sind unsere Bemühungen, das deutsche Internet zu sammeln und wir gehen dafür mit Robotern ins Netz hinein
und versuchen einzusammeln, zu archivieren, zu erschließen, was wir dabei finden. Und wir machen das über zwei verschiedene Stränge. Ich fange mal mit dem an, der als zweites auf dieser Folie ist, nämlich dem selektiven Web Harvesting. Da geht es darum, dass wir seit 2012 zusammen mit einem Dienstleister regelmäßig, das ist meistens zweimal im Jahr, es kann aber auch öfter sein, bei ausgesuchten Institutionen und Organisationen vorbeigehen. Die wissen auch, dass wir da vorbeigehen und sammeln ab, was sie haben. Selektiv deshalb, weil da vorher entweder Bibliothekarinnen und Bibliothekare richtig überlegt haben, was ist relevant und warum müssten wir das jetzt sammeln, oder weil wir in Workshops zusammen mit Wissenschaftlern und mit Menschen des öffentlichen Lebens zusammengesessen haben und überlegt haben, was könnte denn relevant sein, um es zu archivieren für die späteren Generationen. Da wir das eben, wie der Name schon sagt, selektiv tun, haben wir immer auch diese zweite Säule im Auge behalten und dies auch in unserer Gesetzesnovelle so genannt in der Begründung. Weil es so selektiv ist, machen wir immer auch mal oder wollten wir immer auch mal ein Domain-Harvesting machen. Und zwar haben wir ganz schlicht angefangen mit einem top-level-domain.de-Crawl. Den haben wir ein einziges Mal gemacht, 2014. Sie können da lesen, wie viele Websites, wie viel Terabyte wir dabei eingesammelt haben. Wir haben auch diesen Domain-Web-Crawl zusammen mit einem Anbieter gemacht, mit einem Dienstleister. Und warum haben wir das nur einmal gemacht? Weil es kompliziert ist. Die Frage schon mal, was ist das deutsche Web? Klar, man kann sagen, das ist auf jeden Fall das, was unter .de daherkommt, und Sie können hier lesen, was Dennick dazu sagt, wie viel es davon gibt. Aber dann gibt es die Top-Level-Domains von Städten, von Bundesländern. Es gibt die ganzen .coms, .eus, .ich weiß nicht was, und alles das kann auch deutsches Internet ausmachen. Also dieser .de-Crawl bringt uns was, aber es ist letztendlich auch wieder nur selektiv. Wir kriegen es auch, wenn wir alle paar Jahre sowas mal machen, alles, was dazwischen liegt, nicht. Wir haben es nicht geschafft, diese eingesammelten Seiten wirklich bei uns schon zu archivieren. Also wir haben Schwachstellen. Und es ist auch so, dass, dass wir auf die Anbieter von solchen Dienstleistungen, dass es da Probleme gibt, auf die ich gleich noch im Einzelnen zurückkommen möchte, weil ich dann nämlich begründen werde, warum wir mit dem Internet Archive jetzt gerne zusammenarbeiten möchten. Ich möchte aber einen kleinen Exkurs vorher machen, und dazu kommt jetzt diese Musikseite. Ich sagte schon, Musik ist Teil des Sammelauftrags. Und es heißt so schön im Gesetz, die in Deutschland veröffentlichten Medienwerke. Wenn wir aber dann ins Netz reingehen und dort sammeln wollen, dann haben wir bei diesen ganzen globalen Musikplattformen, und ich bin sehr froh, dass Herr Schäfer jetzt da sitzt, haben wir nämlich zwar in Deutschland konsumierte Plattformen oder die Angebote, die Inhalte dieser Plattform, aber wir haben gar keine Rechte, da etwas zu holen. Es gibt nicht so etwas wie ein Bestimmungslandprinzip. Es gibt nichts, was uns in die Lage versetzt, das, was deutsche Musik, Kultur ausmacht, einzusammeln, solange das auf den Plattformen von im Ausland ansässigen Anbietern liegt. Also auch da, was ist das deutsche Web? Was sammeln wir da ein, egal ob jetzt kommerziell und hinter Schranken oder frei als Webharvesting. Es ist irgendwie immer ein Ausschnitt, es bleibt selektiv, und das hat uns die ganze Zeit umgetrieben. Aber zurück
zur Frage Webharvesting als Dienstleistung oder Webharvesting als Kooperation. Einen dritten Aspekt oder eine dritte Option habe ich gar nicht erst genannt. Das wäre nämlich Webharvesting selber machen. Das tun wir eigentlich immer sehr gerne, selber machen. Wir haben aber auch personell Probleme, die Ressourcen dafür wirklich erst einmal schon mal zu bekommen, zu halten. Wir haben zu wenig Stellen zum einen, wir haben aber auch offenbar nicht die Attraktivität für die richtigen Leute, bei uns zu arbeiten. Es fällt uns sehr schwer und ich glaube, da sind wir nicht alleine, Entwicklerkapazität wirklich ans Haus zu binden und so etwas als Option wirklich leben zu können. Also, selbst machen ist keine Option. Webharvesting als Dienstleistung, ja, so haben wir angefangen und wir werden es auch beim selektiven Webharvesting so machen. Aber es ist einfach Fakt, dass es wenige Anbieter gibt. Es ist ein Nischenthema, wer macht das schon? Und es ist einfach schwierig, dort einen Wettbewerb zu finden. Und man ist damit eben auch abhängig von dem, was derjenige, der das anbietet, dann an Preisen und an Bedingungen setzt. Es gibt wenige Standards, Standardsoftware für diesen Bereich. Und damit ist man auch gefangen in der Welt, in der man sich mit dem ersten Ausschreibungsergebnis bewegt. Jede neue Ausschreibung und die im öffentlichen Dienst arbeiten, wissen, man muss regelmäßig immer wieder neu ausschreiben. Jeder Anbieterwechsel bringt ein Risiko mit sich, wenn es keine richtigen Standards gibt, die man in eine solche Ausschreibung hineinsetzen kann. Und insofern kam uns dann der Gedanke, mit dem Internet Archive zu kooperieren, statt sie als Dienstleister zu begreifen, sehr gelegen. Das Internet Archive in San Francisco sammelt ohnehin letztendlich alles. Die gucken nicht darauf, ist das jetzt deutsch, ist das amerikanisch, ist das französisch, sondern sie versuchen wirklich alles und sehr häufig einzusammeln. Sie dürfen das auch in den USA und damit sind wir wieder bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Es ist nicht einmal ein Problem, es dann wieder anzubieten, wenn sie es erst einmal in ihr Archiv geholt haben. Das tun sie seit Jahren, ohne dass es darüber je Streit gegeben hätte. Wir dagegen, wenn wir etwas eingesammelt haben, was vorher als freie Webseite für jedermann sichtbar, lesbar, runterladbar ist, können wir es nicht wieder neu anbieten. Wir dürfen es nur in unseren Lesesälen anbieten. Das tun wir, aber das ist natürlich irgendwo schwer zu vermitteln. Das Internet Archive, wie gesagt, wegen Fair Use und so weiter, können sie einsammeln, können sie anbieten. Und sie tun das und es ist bewundernswert, was sie wie lange schon so tun. Für uns ist es deshalb eine Alternative zu Dienstleistung zu sagen, wir kooperieren. Und ich denke, es gibt auch weitere interessante Partner, mit denen wir diese Kooperation dann auch steuern und lenken können. Und ich habe hier einfach nur mal draufgeschrieben, deutsche Bibliotheken, ja, auf jeden Fall. Und hoffentlich auch die Wikipedia Deutschland, denn wenn wir fragen, ist das komplett, was die haben und was wir dann nutzen wollen, ist es schon wieder die Frage nach Relevanz, nach der Frage, wo lohnt es sich nochmal genauer hinzugucken. Das ist also der Stand der Dinge jetzt. Wir sind dabei, einen Vertrag zu gestalten, sagte ich eingangs, aber über diesen Vertrag hinaus habe ich Hoffnung und das ist jetzt mein experimenteller Teil. Der erste Spiegelstrich hier ist etwas, wo wir hoffentlich bis Ende des Jahres den Vertrag in trockenen Tüchern haben werden und dann kann ich sagen, es gibt ein deutsches Fenster im Internet Archive. Deutsches Fenster ist unser Jargon dafür. Wir werden dann in unseren Lesesälen einen Blick auf alle im Internet Archive vorhandenen Seiten, die eine .de-Endung haben, ermöglichen können. Das klingt schlicht, ist aber der erste logische Schritt. Dann habe ich eine Wunschliste und
Der erste Wunsch, der da draufsteht, ist, glaube ich, auch noch relativ schlicht. Wir haben das Selective Web Harvesting jetzt seit einiger Zeit gemacht. Wir haben eine Liste von URLs und mit der arbeiten wir auch weiter. Und ich möchte gerne, dass das Internet Archive schaut, ob sie diese URLs auch einsammeln. Wenn ja, dann hätten wir die gerne bitte auch in diesem deutschen Fenster, egal was für eine Endung Sie haben. Wenn nein, hätten wir gerne, dass Sie es eben auch zusätzlich einsammeln. Das Internet Archive ist sehr interessiert daran, nochmal Tipps zu bekommen, was Ihnen fehlt, was relevant ist. Und wir können Ihnen diese Tipps geben, wir können Ihnen sagen, das ist aus unserer Sicht relevant und bei euch fehlt es. Also, eine Anzeige dieser Websites, die wir über selektive Web Harvesting einsammeln, auch in dem gleichen deutschen Fenster, sodass man dann damit unter einer Suchoberfläche suchen, anschauen und vielleicht auch arbeiten kann, ist der erste Wunsch und den halte ich noch für sehr realistisch. Das zweite, wir möchten gerne mit dem Bestand des Internet Archives, weil er so groß, so global, so riesig ist, möchten wir arbeiten. Wir möchten gerne Linkanalysen machen. Wir möchten linguistisch, aber vor allem technisch Analysen betreiben und schauen, was geht denn von den von uns gesammelten Websites an Links aus? Wo gehen die hin? Heißt das, dass das etwas ist, was auch relevant ist für uns? Sollten wir das auch wiederholen, wohin diese Links gehen? Oder wer verlinkt auf unsere Seiten, also andersherum? Das alles schaffen wir nicht, aber in Kooperation mit dem Internet Archive, in Kooperation mit einschlägigen Hochschulinstituten, mit denen wir auch jetzt schon zusammenarbeiten, glaube ich, kann man da wunderbare Projekte planen und beantragen. Ich sagte schon, dass es das eine wäre, das Technische, das andere wäre, tatsächlich über Sprachanalysen zu schauen, was gibt es denn noch an deutschen Seiten, eben über linguistische Verfahren. Was ist noch auf meiner Liste? Ich habe schon seit vielen Jahren davon geträumt, dass wir einen Zitationsdienst anbieten können als Deutsche Nationalbibliothek. Sie kennen alle diese verrottenen Links, also man geht auf einen Link, den man sich irgendwann mal aufgeschrieben hat und dann gibt es das darunter nicht mehr. Das ist ein Problem für die Wissenschaft, denn Wissenschaftler sollen ja anständig zitieren, sie sollen jederzeit das, was sie da als Ergebnis ihrer Forschung beschreiben, nachprüfbar machen. Und insofern ist es wichtig, dass für die Wissenschaft ein solcher Dienst existiert. Das Internet Archive hat einen solchen Dienst. Für uns ist es schwierig, das anzubieten, weil es einfach unrealistisch ist, einem Wissenschaftler zu sagen, an uns aber bitte nur die Links im deutschen Internet und bitte nicht die von einem französischen Autor oder von einem amerikanischen Autor, völliger Blödsinn. Also muss man etwas anderes machen, etwas, was nicht so eine Einschränkung hat. Dürfen wir nicht, sollen wir nicht, also wieder Kooperation mit dem Internet Archive, indem wir höchstens eine Kampagne machen könnten, indem wir Ansprechpartner sind für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen wir dann aber sagen, und hier bitte hinklicken bei uns und wir leiten es aber dann weiter ans Internet Archive, wo diese Zitate dann gesammelt wären und wo wir auch wieder die, die Links als verlässliche Links auch wieder sammeln könnten. Eine solche Liste zu sammeln ist nicht das Problem. Dann hoffe ich, dass wir, weil wir in der letzten Urheberrechtsnovelle in Deutschland national die Möglichkeit bekommen haben, freie Webseiten auszutauschen mit regionalen Pflichtexemplarbibliotheken, die auch das gleiche Recht haben auf just diese Werke. Also wir dürfen mit ganz speziellen Bibliotheken ganz spezielle Werke tauschen, ohne dass wir den jeweiligen Rechteinhaber da um Erlaubnis bitten müssen. Wenn man sich das dann für Webseiten und deren Sammlungen anschaut und durchdekliniert, könnte es ja doch heißen, wenn man eine Analyse gut genug fahren kann im Internet Archive, dass dann die
regionalen Pflichtexemplarbibliotheken auch in das deutsche Fenster hineingucken lassen dürfen. Natürlich wieder nur in ihren Lesesälen, aber immerhin würde man dadurch Arbeit ersparen und man könnte kooperativ diese Kooperation betreiben. Außerdem würde ich mir erhoffen, dass wir eines Tages so weit sind, dass man Text- und Data Mining eben auch in diesen Beständen machen kann. Warum geht das jetzt nicht? Selbst wenn das, was gerade verhandelt wird auf europäischer Ebene, Recht ist, oder wenn man sich anschaut, was jetzt bei uns gerade Recht ist, dann dürfen wir das nur in unserem Bestand tun. Wenn wir aber den Bestand beim Internet Archive liegen haben, dann ist es nicht unser Bestand und wir können dann nicht Text- und Data Mining dort machen. Es ist also Prinzip Hoffnung, Prinzip Wunschliste, Prinzip hier etwas mal auszutesten, ob Sie Ideen dazu haben. Es gibt Gott sei Dank keine Probleme mit dem Datenschutz, sagt unser Datenschutzbeauftragter. Es gibt aber genügend andere Themen. Ich habe hier nur das Recht auf Vergessen als Beispiel dafür aufgeschrieben. Darum ranken sich also ganz sicherlich noch ganz viele andere Themen. So, und damit bin ich mit meinem experimentellen Teil auch zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Tipps und Fragen.